einfach rein in die Sache, rein in ein neues Treff. Das siebte Mal, das Format Lobpreis, Anbetung und Gebet zusammen mit Rolf und Esti. Seid herzlich willkommen, fühlt euch frei, mitzusingen, mitzubeten, mitzuloben und zu preisen. Wir wollen den Herrn groß machen und gleich starten. Okay. Wollen wir von vorne an oder einfach? Eben. Sommer, Sonne, Holiday. Aber ich kann ja die Sonnenbrille jetzt trotzdem abnehmen. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ja, eben. Ja, einfach ganz easy und locker, gell? Wir tun uns da keinen Zwang an. Wir sind einfach, wie wir sind. Ist das okay für euch? Gut. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Ja, Wasser. Wasser ist ganz wichtig. He? Es ist immer noch heiß. Es ist immer noch heiß. Ja, es ist immer noch sommerlich heiß. Du siehst gut aus. Ja. Was singen wir? Das Erste. An meiner Stelle. Vater, wir loben dich und preisen dich und kommen vor dich im Namen Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist in deinem Heiligen Geist. Danke, dass du das Treffen durch führen, leiten, lenken, dass wir deine Gedanken, deine Worte und deine Taten können tun. Wir loben und preisen dich und bringen dir auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die zugeschaltet haben, wir segnen sie in deinem heiligen Namen und danken dir, dass du jedes anrührst dort,
was deine Berührung braucht. Wir loben und preisen und danken dir, Vater, im Namen Jesus. Amen. Amen. Das Höchste. Oh, das Höchste. Oh, das Höchste. Was meinst du? Ja, ich habe nichts zu melden da. Wieso? Das Höchste. Das ist gut. Wie sieht es aus kameratechnisch? Weiß nicht. Doch, du siehst es doch, oder? Ja, ja, aber ich denke, es ist schon gut, oder? Ich glaube, es ist gut, hä? Sehen wir uns? Schön, bist du wieder dabei. Wir freuen uns wirklich aufrichtig. Und auch vielen, vielen herzlichen Dank für die wunderbaren Rückmeldungen, die aufbauenden, motivierenden und konstruktiven Rückmeldungen, die tun auch uns immer wieder gut. Vielen, vielen Dank. So in Flow kommen, dann hörst du auf, Schätze. Es geht noch viel zu Machst spielen. Machst du das extra? Es geht noch viel. Geht es noch viel? Mhm. Es geht noch viel anders, ja. Ich habe eine Idee. Und zwar ist mir die spontan gekommen, als ich das Bibel hier wieder mal untersucht habe. Da habe ich nämlich gesehen, irgendjemand hier, oh, jetzt muss ich aufpassen. Irgendwann da habe ich nämlich Notizen gemacht. Und zwar, kennt ihr den Römerweg? Im Römerbrief des Paulus offenbart sich uns das Evangelium und der Weg zu Jesus Christus auf wunderbare Art und Weise. Oder sind 1, 2, 3, 4 Bibelstellen aus dem Römerbrief. Und die könnten wir jetzt zusammen lesen. Bist du einverstanden? Mal eine nach dem anderen. He? Mhm. Also zuerst Römer, Kapitel 3, Vers 11. Römer. Jetzt kommt das wieder. He? Römer, Kapitel 3, Vers 11. Ist jetzt noch relativ schnell gegangen. Hast du schon gefunden. Und hier steht geschrieben, und jetzt müssen wir hier ganz gut aufpassen. Ja, ich spreche auch zwischendurch mal Hochdeutsch. Lieber Wilfried, dir zuliebe. Und all denen, die mit dem Schweizerdeutsch etwas Mühe haben. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße sind rasch, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht.
Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ein vernichtendes Urteil, Leute. Ein Urteil, welches uns alle treffen würde und getroffen hat. Und die Lösung heißt Jesus Christus. Und wir werden nachfolgend die nächsten Bibelstellen auch miteinander noch betrachten dürfen. Stimmt's oder stimmt's? Ja. Ist schon krass. Ja, ja, ist aber schon krass. Bin ich gerade gefordert, um ein passendes Lied dazu zu finden. Ist krass, oder? Das Halleluja oder das Kontinentor. Halleluja wäre genial. Mensch, ja, passt das? Halleluja, ist es das? Ja. Jetzt muss es einfach noch finden. A, B, C, D, E, F, G, H. Ja, schau jetzt. Halleluja, der Herr regiert. Mhm. Hat gerade auf Anhieb aufgeschlagen. Lob und Preis und Ehre dir, Vater, im Namen Jesus. Vielen, vielen Dank für deine wunderbare Präsenz und Gegenwart, die so stark spürbar ist in unserer Mitte. Du bist wunderbar, du bist Herr und einfach gütig und barmherzig. Wir loben dich und preisen dich und kommen zur zweiten Bibelstelle. Römer Kapitel 3, Vers 23. Und ich habe vorhin nicht nur Vers 11 gelesen, sondern ein bisschen Kontext lesen, ein bisschen mehr. Es wäre ja nur der Römer Vers 11 gewesen. Also, und gleich verhalten wir uns jetzt mit dem Vers 23, Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer verordnet durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren,
als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. Also gerechtfertigt sind wir in und durch Jesus Christus, durch das Werk am Kreuz von Golgatha, welches Gott in Menschengestalt in Jesus Christus vollendet und vollbracht hat. Denn alle haben gesündigt und verfehlen der Herrlichkeit Gottes so, dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade. Es ist ein Gnadengeschenk. Keiner kann sich hier rühmen. Wir wurden alle reich beschenkt und wir dürfen dieses Geschenk annehmen und in Anspruch nehmen. Halleluja und Amen dazu. Mhm. Wunderbar, wunderbar. Oh, Halleluja, Halleluja. So, jetzt. Was spielen wir noch? Ich bin jetzt aufgekratzt. Wieso? Und du? Ja, ein bisschen zappelig und nervös. Ja. Überhaupt nicht. Ist nicht immer gleich. Manchmal ist es so, manchmal wieder anders. Ich weiss noch nicht mal, was für ein Lied wir spielen sollen. Erbittet, habe ich dich vorschlagen. Würdest du vorschlagen? Aha. Okay. Bist du sicher? Oder Jesus, hörst du den Namen? Ruf zu dem Herrn, oder Dings habe ich jetzt vorhin gedacht. Ja, ruf zu dem Herrn, von dem Text her noch gut. Jesus, hörst du den Namen? Jesus. Also gut, wenn du das so sagst. Hörst du den Namen? Können wir schon machen, ja. Ist ein einfaches. Oder? Ruf zu dem Herrn, ist recht herausfordernd, finde ich. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ja, Jesus, meine durch den Namen ist ein bisschen langweilig, oder? Nein, das ist wunderschön. Jesus, Schatz. All for Jesus? Nein, Jesus, höchster Name. Willst du wirklich das? Das will ich gerne. Okay, wir können ja das andere auch noch spielen. Ja. Wunderschön. Jesus, höchster Name. Wir kommen zur dritten Bibelstelle. Römer Kapitel 6, Vers 23.
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Mhm. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Willst du jetzt, wer bittet oder Herr dein Name? Jetzt bist du wieder Chefin. Du hast auch etwas zu melden. Da. Also, dann tun wir es, wer bittet. Wer bittet, hä? Mhm. Dann kommt dann das 10, 13. Dann haben wir es dann hier auch. Also, ich habe mal aufgeschlagen jetzt. Wer bittet? Das ist ziemlich hinten, stimmt. So schön, das hat jetzt wieder so gefällt. Mir gefällt es auch, ja. Oh, da könnte ich die glatte Wand aufsetteln. So schön, so wunderschön. Und du spielst auch wirklich richtig gut Gitarre. Ja, jetzt hör wieder auf. Doch, wirklich? Das gehört jetzt nicht da an. Aber ich muss es dir sagen. Ja, das kannst du mir ein anderes Mal schon sagen. Ah, habe ich recht oder habe ich recht? Also, wie viele Lieder haben wir jetzt eigentlich so gesamthaft gesungen? Weiss ich nicht. Gegen die 40 ungefähr? Aha, jetzt so. Nein, so ein gesamthaft. Aha, weiss nicht. Was schätzt du? Ja, müsste ich mal nachschauen, ich habe es aufgeschrieben. Gegen die 40, hä? Ja, also, mal aufgeschrieben. Also, ja. Jetzt haben wir, heute ist es 7 Mal. Im Durchschnitt haben wir bis etwa 8 Lieder gespielt. Im Durchschnitt etwa 56, würde ich mal sagen. Nein, nein, aber das sind Wiederholungen. Ja, ja, das schon, ja. Etwa das, 40. Also, das weiß ich natürlich nicht. Ungefähr, schätzungsweise 40. Ja, vermutlich. Also wir wollten ja hier einen Quiz machen. Diese Aufgabe wurde an euch gestellt. Hat niemand erfüllt. Die Frage war ja, wie viele Lieder haben wir insgesamt gespielt, ohne Wiederholungen in all den Folgen? Und welches sind deine persönlichen 3 Lieblingslieder? Das war die Aufgabe. Dieser hat sich bisher niemand gestellt. Vielleicht tut es noch jemand. Falls nicht, ist auch nicht tragisch. War einfach so ein spontan, etwas Spontanes. Mhm. Oder spontan gesehen von mir. Also einfach so, genau. Wer Lust und Zeit hat
sie ist hier, all die Folgen anzusehen und die Lieder aufzuschreiben. Ja. Würde mich interessieren, wie viele es waren. Das mache ich ja nicht einmal. Ja, eben, ja, aber wir haben es natürlich mehrfach geschaut, das dürfen wir auch zugeben. Ja, ja, aber also nicht aufgeschrieben. Teilweise schon, glaube ich. Also, Herr, dein Name sei erhöht, ja. Hast du da herausgefunden? Ja. A, B, C, D, E, F, G, H. Herr, dein Name sei erhöht. Soll ich noch die Bibelstelle lesen? Ja. Ich tue noch die Bibelstelle lesen. Das ist jetzt die wievielte vom Römerbrief? 1, 2, 3. Es ist bereits die vierte Bibelstelle des Römerbriefes. Und es ist Römer Kapitel 10, Vers 13. Römer Kapitel 10, Vers 13. Und hier lesen wir, oh, wie wunderbar. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen wir den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Und wir haben die Ehre, wir alle wiedergeborenen Christen, Verkündiger zu sein der frohen Botschaft in und durch Jesus Christus. Halleluja! Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Amen. Also, aus Gnade sind wir gerettet. Hier gibt es keine Werksgerechtigkeit. Und wenn wir ein Geschenk erhalten haben, brauchen wir es uns nicht im Nachhinein verdienen zu wollen. Verstehst du, was ich meine? Sonst fallen wir aus der Gnade. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Stimmt's? Mhm. Wir haben ja die Neigung, manchmal etwas alles wollen, uns zu verdienen. Mhm. Stimmt, ja. Stimmt, wir haben das. Du gibst mir heute so viel recht. Ja, du bist ein bisschen kopflastig, gell? Ja, ich bin kopflastig. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Ich glaube, es ist auch schon gemerkt worden. Ist ja viel. Kurz aufstehen und
ja, die Bibel holen. Die Bibel mit Altem Testament. Ich habe jetzt nur Bibel mit Neuem Testament gehabt. Aber wir brauchen das Alte Testament auch noch. Wieder. Und zwar werden wir dann hier der 6. Mose wieder brauchen. Die schon mehrfach dabei sind, wissen, was es auf sich hat. Wir wollen uns selbstverständlich und euch auch diesmal wieder reich segnen, so wie es der Herr uns gesagt oder befohlen hat, wie wir seine Kinder segnen sollen. Stimmt's? Mhm. Und was hast du noch vor für ein Lied? Ja. Hast du noch etwas? Ein Abschlusslied. Du hast unseren Zuschauern noch nicht verkündet, das 7. Mal und das letzte Mal ist vorläufig. Ah, okay. Ja, willst du das übernehmen? Nein, das machst du. Du bist der Redner, ich bin der Spieler. Okay, also. Ja, ich bin der Redner. Vielen Dank. Ja, es ist jetzt das 7. Mal, das ist eine biblische Zahl, das 7. Mal, dass wir dieses Format durchgeführt haben. Es hat uns riesig Spaß gemacht. Ihr wisst jetzt alle, wie es laufen kann, so in einer Kleingruppe. Es kann auch ganz anders vonstatten gehen, selbstverständlich. Wir haben uns gefreut, mit euch gemeinsam zu feiern und werden dieses Format jetzt höchstwahrscheinlich das letzte Mal abgedreht haben in dieser Form. Es ist jedoch nichts in Stein gemeißelt. Wenn der Herr klar Signal gibt, dass wir weitermachen sollen, dann werden wir selbstverständlich weitermachen. Keine Frage. Und all diejenigen, die jetzt Lust haben, hier mit uns mitzufeiern, jeweils Montagabend um, was haben wir gesagt? 7. 19 Uhr. Also, Montag oben am 7. Hauptstraße 25 in Oberkulm, gerne bei Rolf Scherer läuten. Und dann werden wir die Tür öffnen und werden gemeinsam also, singen. Hä? Mit Vorankündigung? Weil wir hören jetzt gerade... Ja, nein. Also schon Vorankündigen? Nein. Gut. Wir sind um 7. Montag um 19 Uhr sind wir hier. Zum Gebet, zum Singen, zum Loben und Preisen. Okay. Wer mitbeten und mitmachen will, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Stimmt, ist ja, das richtig? Also gut, wenn wir ja. das so machen. Okay. Wir bieten das an. Wenn jemand das Angebot annehmen will, ist er herzlich eingeladen. Wir werden jetzt einfach mal schauen, nächsten Montag und übernächsten Montag, wenn niemand kommt, ja, dann wird sich das einfach im Sand verlaufen. Wir können alle den Herrn anbeten und loben und preisen, wie wir wollen. Es ist ein Angebot, das man nutzen darf, das wir anbieten, muss aber selbstverständlich nicht sein. Stimmt's? Genau. Also. So, ich habe das Dingslied. Das ist unser Abschlusslied jetzt. Okay. Okay? Ja, ist gut. Ja. Okay. Wird die neue Zeit dir passen?
Ist sie dir zu groß, zu klein? Geh und werde gnadig. Geh in Gottes Segen. Geh in seinen Frieden. Was auch immer du tust. Geh und werde gnadig. Hör auf Gottes Worte. Bleib in seiner Nähe. Wir Begleiter sein, doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh und werde gnädig, geh mit Gottes Segen, geh in seinen Frieden, was auch immer du Bravo, wunderschön. Und jetzt wollen wir euch wie üblich zum Abschluss noch segnen. Und abschließend möchte ich jetzt ganz dringend noch Grüße senden hinaus. Und zwar nach Bruck ins Gospel Center Bruck. Bravo, ja. An Pastor Michael Merkt, dem wir nachweislich viel zu verdanken haben, viel geistliche Reife erfahren durfte in dieser wunderbaren Amen. Gemeinde. Man kann auch Botschaften auf YouTube, Gospel Center Bruck sehen, wirklich sehr lernreich, diese Predigten von Pastor Michael Merkt. Esther hat die Bibelschule dort absolviert, also eine wunderbare Gemeinde. Herzliche Grüße ans Gospel Center Bruck, auch an Sigi und Hannelore Merkt und alle Gemeindemitglieder. Amen dazu. Ja. Amen dazu. Mhm. Und nun die Worte Gottes, wie wir die Kinder Gottes segnen sollen. So, was haben wir gesagt? Abschluss sagen. 5. Mose, ist es 5. Mose, 6. Mose. Oh, jetzt. So. Jetzt braucht es mal wieder ein bisschen Geduld. Das, was ich im Moment ein bisschen zu wenig habe. 4. Mose, Kapitel 6, 24. Also eigentlich sollte ich sie als längst können. Also so wunderbar, dass wir auch unvollkommen dem Herrn dienen dürfen. Denn es ist ja nicht unsere Kraft, die wirksam ist in uns, sondern seine Kraft. Und wir sollen ihm Raum geben und in die Ruhe kommen. Und dann wird das wohl machen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, viel Erfolg und eine gute Woche wünschen wir dir von ganzem Herzen. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du wieder dabei warst. Shalom und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.